Take a look around, meine Liebe. Take a look around. Aber dem Lied denke ich mir dann ab einem bestimmten Zeitpunkt immer so, now I know why you wanna hate me. Was wollen wir tun? Wir wollen, ich bin ja nicht der Gangster. Ich hab schon mal Kinderschokolade geklaut. Bin ja nicht der Gangster. Bin schon mal bei Rot über die Ampel gegangen. Bin ja nicht der Gangster. Ich bin schon mal über die Straße gegangen, obwohl da kein Tempelstreifen war. Was willst du tun? Entschuldigung. Manchmal muss das einfach raus. Es wird Tourette. Kies raus, Erde rollen. Ich bin dafür, dass wir den Teich da unten zubauen und dass wir das eben machen. Terraforming like a boss. Hier sieht dann einfach nichts mehr so aus, wie es mal war. Juhu! Krass, hast du die ganze Erde mitgenommen, die da war? Nee, da ist noch locker viel. Ganz dolle. Ist das hier Lehm? Bring mal eine Schaufel mit. Ich suche Erde, 17 Erde. Ja, das ist krass. Du musst oben. Nach oben in eine blockige Blockkiste oder was auch immer das war. Ja. Und bring eine Schaufel mit. Ja. Nein, ich mach mir jetzt selbst eine. Oh. Nee, ich mach das jetzt. Okay. Ich hab Mr. Marion schon eine geklaut. Okay. Das hast du fein gemacht. Magst du mir dann eine mitbringen? Natürlich. Wundervoll, Ski. Hier ist nämlich noch Kies und Lehm und so. Und wenn wir das da liegen lassen, dann macht mich das traurig. Bin gerade beim Überlegen, ob ich nicht den Bart wechseln sollte. Den Bart wechseln? Yep. Stell mal vor, das Kerle, das echt einfach so, weißt du? Ja. Oh, ich habe hier Erde hingeplantet. Und schon wieder. Ich weiß nicht, warum der Bart muss. Ich glaube, der muss so rum. Wie würde der aussehen? Jetzt fühle ich mich wie Adolf Hitler. Gut, lassen wir das. Ich habe auch echt überlegt, ob ich mir nicht einfach einen Hitlerbart male, aber das fand ich irgendwie ein bisschen zu geschmacklos. Das hätte eventuell für einen Aufschrei sorgen können, ja. Hashtag Freiheit. Entschuldigung. Hashtag nazifreies YouTube. Hey, ich hab dir eine Schaufel geworfen. Au! Au! Schaufel? Danke. Schade, dass du mir die nicht gegen den Kopf werfen konntest. Ja, das war's gerade. Ja, hier ist Lehm, hier ist ganz viel Lehm, ja. Da drüben ist Kies. Nein, ich bin runtergefallen. Hier ist sogar ganz viel Kies. Ja, deswegen. Ich mag das ungern da einfach so stehen lassen. Hui, und jetzt mal auftauchen, damit ich nicht sterbe. Oh, nicht auftauchen. Das war doch voll da. Ja, das ist wie beim Waterboarding. Wenn man einfach aufhört, dann ist das ja doof. Ich würde auch niemals auftauchen. Stirbst du gerade vor mich hin? Vor dich hin? Nein. Au. Doch nicht. Was denn? Ja, ich dachte eigentlich gerade, dass ich jetzt Schaden nehmen müsste. Geil, ich habe eine Stelle zum Atmen geschaffen. Juhu. Krass, natürlich. Ich habe eine Atemhöhle. Jetzt bist du wie Captain Aqua. Crazy Musik und so. Crazy Musik. Crazy Leute hier. Crazy Musik. Hey, weißt du, was voll cool ist? Was denn? Die Folge, die wir hier gerade aufnehmen, ne? Ja. Ah, die lade ich gar nicht zu Hause hoch. Krass. Ja. Ja, ich lade das bei Mikkel hoch. Das ist total schön, weil Hashtag Mikkel macht's. Bester Mensch, wo gibt ohne Witz. Au. Beste Netzwerk, wo gibt. Ja, das stimmt. Ja. Ich habe heute zum Beispiel in einer Folge darüber geredet, weil eben auch die Frage kam, so von wegen YouTube Money, was hältst du davon, wenn Leute sagen, sie würden gar nichts mit YouTube verdienen, obwohl sie es tun und so ein Scheiß. Warum sollte man das verneinen? Ich meine, wir sind doch mittlerweile. Warum sollte man verneinen, dass man was mit YouTube verdient? Ich meine, wir sind doch mittlerweile alle so offen gestimmt, so Community, also ist die Communities und die Menschen auf YouTube so offen gestimmt sind, dass sie es okay finden, wenn Leute mit YouTube Geld verdienen oder nicht? Ja, finde ich auch. Also das stimmt auf jeden Fall. Aber da ging es halt dann, ich habe dann halt, weiß ich nicht, weil ich monetarisiere, wie gesagt, nicht. Ich kenne mich damit auch wirklich so gut wie kaum aus, so was die Leute irgendwie großartig verdienen, weil das ja auch sehr netzwerkabhängig ist und so. Ich hab nur abgesehen gesagt, davon darf man darüber ja gar nicht reden. Ja, eben. Eben. Deshalb weiß ich ja auch nichts. Eben. Mensch. Mensch.
Nein, okay. klar, weißt du, wenn so ein PewDiePie irgendwie sagt, ja, ich verdiene zu wenig, dann würde ich auch ein bisschen schmunzeln. Oh, ja. Ich nicht. Erde. Musst du nicht. Obwohl, tust doch. Also, was wollte ich denn sagen? Keine Ahnung. Ich finde es halt auf jeden Fall falsch, wenn man mit YouTube anfängt wegen dem Geld. Das stimmt wohl. Es macht einfach Spaß. Ich glaube, ein Skelett hat gerade durch die Tür deinen Hund getötet. Ob es behindert ist, habe ich gefragt. Oh, mein Hund ist bei mir. Oh, okay. Der hat sich plötzlich zu mir geportet. Plötzlich weg, ich war verwirrt. Okay. Was wollte ich denn sagen? Aber da habe ich auch auf jeden Fall, um auf den Punkt zu kommen, habe ich gesagt, wenn ich mal monetarisieren würde oder so, dann nur, weil ich zu Allianz gehe. Aber ich glaube nicht, dass das jemals passieren wird. Warum nicht? Keine Ahnung. Netzwerk ist super. Es würde dir gefallen. Ich sag ja, das wäre das einzige Netzwerk, wo ich wirklich sagen würde, ja. Ich meine, ich wurde ja schon für ein paar angefragt und so. Lass mich raten, TGN? Was? Lass mich raten, TGN? Ich habe keine Ahnung mehr, was das alles war. Das waren echt einige. Ich wurde dreimal oder so von TGN angefragt, bevor ich dann... Also ich bin ja nur zu Allianz gekommen, damals ja noch das GameStar-Netzwerk, weil ich so oft angefragt wurde, weil mir das richtig auf den Piss gegangen ist. Weil ich dann echt... Ich wurde dreimal von TGN angefragt, dann wurde ich von irgendeinem anderen Netzwerk und dann war da noch irgendwas Amerikanisches und ich dachte mir so, what? Ja, amerikanisch, darauf achte ich schon. Ja, ich auch nicht. Aber das war dann einfach nur seltsam und es war einfach nur nervig und dann dachte ich mir so, nee, muss nicht. Und dann hatte ich den Yuga ja gefragt, so, deutsche YouTube-Netzwerke, kannst du da irgendwas empfehlen? Und er dann so, ja, hier das GameStar-Netzwerk. Ich dann so, ja, cool, dann gucke ich da mal. Da das muss ich ja auch sagen. Ja. Ja. Das war ja ganz lustig, weil ich da ja nur durch Zufall reingekommen bin. Weil er dann auch zu mir meinte, ja, ich kenne da auch den Netzwerkmanager, den Micke. Ich so, ja, okay, war für mich gegessen, die ganze Sache. Ich wollte dann da halt da selbst mal gucken. Und plötzlich bekomme ich eine Woche später eine Nachricht mit, ja, ich habe dem Micke mal deinen Kanal gezeigt, der findet das gut. Und ich so, was? Das ist schon nice. Ja, wie gesagt, aber mir würde es da auch nicht aufs Geld ankommen, weil das hatten wir auch letzte Folge schon. Was yep. ich da zum Beispiel verdienen würde, das wäre irgendwie, wären zwei Kugeln Eis oder so. Ja, das ist bei mir ja auch nicht anders. Aber es geht da halt zum Beispiel gerade bei Mikkel, der ist halt super Support-Mensch und so. Ja, ist ein Träumchen. Und das ist es halt, dass ich halt nicht mehr irgendwie Mr. Morgame oder einen Gauk nerven muss. Sondern dass ich da mit. Das wäre richtig, das wäre nämlich echt was da voll praktisch ist, was mir auch ultra hilft, wenn ich irgendwas habe, wo ich mir dann so denke, so. Zum Beispiel auch was Lizenzen und Recht und alles angeht, ich fühle mich einfach sicherer, richtig. Wenn ich in einem Netzwerk bin, weil dann weiß ich, was ich tun darf und was ich nicht tun darf. Richtig, das ist. Und wenn ich dann irgendeine Kacke Verbrechen, was heißt Verbrechen, verhocken, wie auch immer man das sagt, nennt oder so, wenn ich dann da echt irgendwas Copyright-mäßiges oder so mache oder aus Versehen halt mache, weil ich weiß es ja nicht anders, dann hätte ich, wenn ich alleine wäre, hätte ich das halt so selbst so als Problem. Aber wenn dann mein Kanal mal kurz gesperrt werden sollte oder sonstiges, ist der leichter dann zu entsperren. Richtig, dann hat Mikkel das Problem. Nee, aber wie gesagt, das ist es halt einfach. Also ich bin mir dessen bewusst, dass ich sicherlich nicht großartig viel damit verdienen werde. Tue ich auch nicht. Das war auch nie mein Ziel oder so. Aber wenn ich in ein Netzwerk wollen würde, dann wäre es wirklich Allianz. Weil ich zum einen kriege ich es natürlich durch dich mit, dass du sehr zufrieden bist, was Support betrifft. Zum anderen kriege ich das von Mr. Morgan mit. AnyArt ist da ja auch drin und so. Kommt der eigentlich zum Netzwerktreffen? Nee, Dom kommt nicht. Ach so. Ich habe keine Ahnung, wer kommt. Ich weiß, dass Mr. Morgan kommt. Ich weiß, dass Mickey so oder so da ist. Und ich weiß, dass die Jungs von... zum Beispiel auch. Wer? Jody. Kennst du nicht? Hast du gerade Jody gesagt? Ich habe gerade Jody gesagt. Okay, ja, die macht doch ein Netzwerk... nicht Netzwerktreffen, die macht doch ein Fantreffen. Am ja. Alex. Da treffe ich dann später auch noch dazu. Ach so. Ja. Davon weiß sie aber nichts. Das habe ich mit Mickey und Mr. Morgan geklärt. Weil ich Mikkel nämlich gefragt habe, wie ich eigentlich vom Zoobahnhof zu ihm nach Hause komme. Und dann meinte er dann so, ja, das weiß ich jetzt nicht so. Und also doch, er hat dann geschrieben so, ja, das bla bla, da und da muss er langfahren. Aber ich bin dann noch bei dem Fantreffen. Ich dann so, genug, ne? Dann meinte ich so, ja gut, dann komme ich halt erst zum Alex, soll ich zum Fantreffen und dann können wir ja zusammen dann zurückfahren. Und ja, dann bin ich so beim Fantreffen. Ich habe Kling gemacht. Ja, du hast es gelesen. Ich habe auch geantwortet. Ja, das habe ich auch gesehen. Wow, wir haben eine Sandkiste, geil.
Ich war mir noch nicht sicher. Nein, keine Ahnung, aber wie gesagt, das ist halt, das wäre halt voll super einfach sowas. Das ist auch einfach, es ist total, so vom Gefühl her ist das total schön, weil es ist einfach voll die große Familie. Ja. Und das ist einfach voll süß. Und den Mikkel habe ich ja auch schon mal kennenlernen dürfen in Köln und so. Ah, der Mikkel ist, ein Schatz. Ey, guck, dass ich manchmal deine Videos an. Hilfst du, wenn ich hier rumschleim? Weil ich mag den Mikkel voll und nein, okay. Ich hab einen Mikkel-Selfie, ja? Krass. Eins muss ich aber echt sagen, ich stehe so auf seinen Hund. Oscar ist der Geilste. Weißt du, ich hab mich so gefreut, dass wenn ich übers Netzwerk treffen, dann bei ihm unterkomme, dass ich endlich mal den kleinen Oscar kennenlerne, ne? Oscar wird nicht da sein. Wie, Oscar wird nicht da sein? Oscar, der ist momentan im Urlaub. Der ist gerade woanders. Ja, ich kann mich schon vorstellen. Ja. Aber das macht mich voll traurig, weil ich mich aufs Übelste gefreut hatte. Dafür hat Mr. Morgan bald eine Katze, kommst du mal vorbei. Genau. Musst du echt mal vorbeikommen? Ich denke mir auch so, das wäre... Ja, nee, ja, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie weit dein Kuhkopf da und so, ne? Deshalb habe ich da überhaupt keine Orientierung, wo dein Kuhkopf ist. Mein Kuhkopf ist in der Mitte von Deutschland. Ja, ist Bremen ja auch fast. Ja, total. Ist ja auch gar nicht irgendwie im Norden oder so. Wie lange brauchst du nach Hamburg? Bist du schon wieder hin? Warte, muss ich nachdenken. 4 Stunden? Ja. Mit der Regionalbahn? Und ich gehe mal davon aus, dass du bist dann ja, wenn du Mitte bist, bist du ja noch unten. Das heißt, nach Bremen bräuchtest du gar nicht so lang. Weil Bremen ist ja noch unterhalb von Hamburg, ne? Scheune? Ja. Für was, wie, wo, wann? Da sind ja Hühnchen jetzt drin, ne? Ja, das war eigentlich mal, guck mal, das verlässt seine Mami nicht. Guck mal, wie süß das ist. No. Guck's dir an. No. Stirb! Stirb, du Schweinebacke! Yep. Yay. Yep, yay, yay, du Schweinebacke! Oh, ja, das war eigentlich ja mal der Pferdestall, ne? Ja. Bin ein Kugelfisch. Entschuldigung, muss ich loswerden. Fängt das wieder an. Ja, ich bin gerade ein bisschen planlos. Ich bin gerade beim Überlegen und mir brennen die Augen. Ich bin müde. Der Bart mit dem Tesafilm. Der Kleber juckt langsam. Ich muss den Bart wechseln. Hey, und weißt du, was noch so Vorteile von so Netzwerken sind? Ist, Dings, Bums? Was denn? So Sachen wie... Ja. Presseticket und so. Redest du von einem Presseticket? Ja, ich werde dieses Jahr aber nicht auf der Gamescom sein. Ja, stimmt, ja, ich weiß ja. Weil, ja, Presseticket geht einfach über alles. Was meinst du? Also meine ganzen Nachrichten vor der Gamescom bestanden seit, also sagen wir es mal so, seitdem kann ich keine Nachricht, wo Presseausweis drin steht, verschicken. Oh, der Bart ist schon fast cooler. Und ein Walrus. Ja. Das ist ein Walrus. Ja, und ein Kugelfisch. Was wollte ich denn gerade sagen? Genau, ich habe so viele Nachrichten verschickt, wo Presseausweis riesig geschrieben war, schön in Caps Lock, weil ich gehe jetzt mit meinem Presseticket auf der Gamescom in den Pressebereich, so ungefähr war das dann, ja. Um wissende Freunde damit zu ärgern. Und seitdem kann ich es nur noch im Caps Lock schreiben. Warum, das macht die Autokorrektur. Aus einem Ei? Ich weiß nicht. Guck dir das mal an. 4. 4? Fuck! Kennst du das, wenn du dir so Spiegelei oder so oder Rührei oder so machen willst oder generell irgendwas mit Eiern und dann hast du so 3 Eier und es kommen 6 Eigelb raus? Voll geil. Nee. Was? Das ist voll schön, da freust du dich. Biohühner sind noch sehr normal. Ich ziehe noch alles eigentlich hier von aus dem Kuhkopf. Das so. Ist wundervoll. Ich starre gerade dahin und denke nach. Jetzt falle ich hier runter und denke weiterhin nach. Ich will das hier... Dann schlafe ich mal beim Reden. Ich will auf die Gangs kommen. Okay. Ich will mich jetzt vergraben. Okay. Und zu machen. Du musst das zu... Ja. Ja, fein. Jawohl, die Ari. Jawohl, die Ari. Ja, da ist die Ari. Scheiße, wir haben ein Problem. Warte kurz. Soll ich mich ausloggen, oder?